werde ich euch eine ganz schnelle und einfache Frisur zeigen. Probiert sie einfach nachzumachen. Los geht's. Hierfür kämmen wir die Haare einmal gründlich durch. Machen einen ganz lockeren Zopf, nicht zu fest. Dann machen wir zwischen den Zopf ein Loch und stecken unseren Zopf einmal hindurch. So, dann sieht das ungefähr so aus. Nun wickeln wir die Haare unten einmal herum, binden diese einmal nochmal mit einem Zopfgummi zusammen. So, das war ein toller Zopfgummi. Ich hoffe, er hat euch jetzt gefallen. Ist wirklich ein schneller, cooler Look. Probiert ihn doch gerne mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Like von euch oder auch über eure Kommentare. Und ja, seid gespannt. Ich habe nämlich noch ganz viele andere Frisuren parat. Also schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Bis dann!